Ja, hallo und willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Smaragd. In der letzten Folge sind wir einfach mal so durch die Top 4 gelatscht, haben da alles platt gehauen. Und jetzt wird es Zeit, unsere Pokémon fit machen für den Kampf. Fit zu machen für den Kampf. Gegen den Endboss. Nein, das wird keine Wirkung haben. Weiß ich. Erstmal wieder beleben. Defibrillator. Feuerschildkröte lebt wieder. So. Top-Genesungen habe ich gar nicht gebraucht. Wie praktisch. So, jetzt Gewaldro an die Spitze. Es blinkt so schön. So, wer den Champ nicht kennt, ihr werdet ihn kennenlernen. Den kennt jeder. Es ist Vasili. Ich habe ja gesagt, wir haben ihn nicht das letzte Mal gesehen. Dieser Zwischenfall in Xenoville, das war hervorragende Arbeit, wie du die Krise dort beendet hast. Ups. Es wäre aber nicht fair zu behaupten, du hättest allein für Ordnung gesorgt. Wieso nicht? Hab ich doch. Ach so, ja gut. Du hast die Situation gemeistert, weil du mit deinem Pokémon zusammengearbeitet hast. Gut, wir trainieren jetzt den Pokémon auf, indem wir ihnen Items geben und neue Technik für den Kampf warten. Bla bla bla. Und auch wir lernen viel davon, von den Pokémon. Mit anderen Trainer verglichen. Nun ja. Ich. Ja, wer kann am elegantesten mit dem Pokémon tanzen? Zeig's mir. Hier und jetzt. Walzer oder Salzer oder was darf's denn sein? Ihr seht, der hat 6 Pokémon. Und Wailord ist schon schlecht als erster Gegner. Den muss man so schnell wie möglich platthauen. Nicht, dass der auf die Idee kommt, Kaskade einzusetzen. Kaskade ist so eine Attacke, da fliegen dann so Wassertropfen aus dem raus. Ja, deshalb braucht man hier Gewaldro. Okay, Rentanz ist auch vernünftig. Und diese Attacke macht, je höher die KP eines Pokémon sind, desto mehr Schaden macht diese Attacke. Und, ja. Wieso wundert mich das nicht? Auf jeden Fall, Wailord ist ein Pokémon, das hat von Natur aus verdammt viele KP. Deshalb sollte man das schnell schwächen. Ich benutze jetzt Kugelsaat, um den so ein bisschen zu schwächen und den dann mit Laubklinge komplett fertig zu machen. Das reicht schon. Es regnet. It's raining, man. La la la, nein. Besser nicht singen. Aber wie man sieht, es ist recht langsam. Und auch schon recht schnell tot. So. Wer kommt als nächstes? Das ist ein Hammer-Pokémon. Und zwar ist das von dem Barschwar, was ich mal erwähnt hatte, was sowieso so selten ist, die Weiterentwicklung, für die man 7000 Sachen machen muss, damit man die bekommt. Milotic. Ich finde Milotic irgendwie cool. Zum einen, weil es so selten ist. Zum anderen, weil es einfach cool aussieht. Katsching. Nicht gut. Ah, verdammt, ich habe die Eisattacken vergessen. Steht nicht gut. Oh, Glück gehabt, Glück gehabt. Jetzt ist das Milotic fällig. Du bist fällig. Und tschüss. Jawohl. Damit wäre das stärkste Pokémon in seinem Team platt gemacht. Also wenn ihr das Milotic geschafft habt, okay, dann habt ihr noch einen Tentoxer. Da muss ich mal ganz kurz wechseln. Nein. Stolos. Denn Tentoxer ist ein Gifttyp. Nebenbei Gift, Wasser, so ein Hybrid. Und Gift ist für Pflanz-Pokémon nicht ganz so verträglich. Sag ich mal. Ich glaube, doppelten oder sogar vierfachen Schaden, wenn ich Pech habe. Deshalb gibt es erstmal. Wow, das war knapp. Hydropumpe ist auch nicht so schön. Das wäre bei Stolos, glaube ich, auch vierfacher Schaden. Zusätzlich könnte das noch eine Step-Attacke sein. Also nicht so ganz gut. Yep, denn es ist Typ Boden, zwei Typ und wie man sieht, es ist sehr effektiv. Formeo, bitte platt machen. Ich finde ihn irgendwie niedlich. Erstmal Blitz.
Nein! Hätte ich das mal vorher gewusst. Erstmal baden. Was? Gut. Wie gut, dass Hydropumpe nur 5 AP hat. Oh, scheiße, das hat mich nicht strahlt. 3 sind verbraucht. Was so viel heißt, jetzt muss ich noch 2 Pokémon opfern. Schwalbus in den Kampf. Es wird zwar durch den Eisstrahl garantiert geplättet, obwohl Erstschlaggarantie. Wenn ich Glück habe, komme ich damit durch. Jawohl, ich komme durch. Yeeha! So, wer ist jetzt dran? Kapalores. Kapalores, da bleibt man einfach bei Schwalbus. Kapalores ist nämlich so ein... Ich bin immer noch nicht ganz hintergekommen. Irgendwas mit Wasserpflanze. Und Pflanze ist ja sowieso effekt... hat sowieso ein paar Probleme mit Flug-Pokémon, deshalb gibt es hier einen Offenus. Ich hasse sowas. Egal. Jetzt erstmal, und das ist am wichtigsten, Gewaldro wieder frisch machen. Denn er hat gleich noch seinen Einsatz. Irgendeine Attacke gibt's, muss es doch geben, mit Treffergarantie oder nicht? Okay, abgesehen von Naeroas. Getroffen. Welsa. Jupp, jetzt wird wieder gewechselt zu Gewaldro. Welsa müsste Gestein-Wasser sein oder sowas. Also, hat ein paar Probleme mit Pflanze. Guten Tag. Einmal schön die Laubklinge, bitteschön. Und tschüss. Also ich finde, momentan kann ich noch am elegantesten mit dem Pokémon tanzen. Wie Vasili sich ausgedrückt hat. Und jetzt kommt... Ach du Scheibenkleister. Garados, Garados, Garados. Ich bleib drin. Mit meinem Gewaldro. Garados ist auch Drache, leider. Nebentyp. Mit Bedroher. Entschuldigung, falls ich gesagt habe, bei dem Milotic wäre dann alles Friede, Freude, Eierkuchen, wenn man das platt gehauen hat. Danach hat man noch einen Garados zu besiegen. Was mit Pflanzen-Pokémon ziemlich schwer sein dürfte. Zumal ich vermute, dass es sogar Eisstrahl kann. Werden wir jetzt gleich an Gewaldro sehen. Wenn er durch Eisstrahl verreckt, werde ich das Schwalbus nicht einsetzen, obwohl scheiß drauf. Obwohl, wenn ich Glück habe, muss ich das gar nicht mehr einsetzen. Ich hole mir erstmal ein paar KP zurück, die mir das Garados sowieso wieder abnehmen wird. Aber so kann ich, so gehe ich auf jede Schande. Ja, das ist der Hyperstrahl. Wow. Egal, jetzt muss das Garados sich erstmal eine Runde ausruhen. Schwalbus-Attacke! So, damit wären wir durch die Top 4 und Champ. Hätten wir alle platt gehauen. Yeah! Champ besiegt! Ich, der Champ, wurde besiegt. Erstklassige Leistung, du warst elegant, manchmal auch verzweifelt. Was? Aber auch herrlich, der Ruhm gehört dir, Jens. Ist ein wahrhaft edler Trainer. Ja, vielen Dank. Gib mir die Credits, die Pokédollar. Tür offen, danke. Ja. Ja, vielen Dank. Hi. Ja, dann lass mal hören. Bisschen spät, aber egal. Wie? Was, was, was? Das kann nicht sein. Das ist schon vorbei. Hallo, Professor Birk. Was ist aus dem Pokédex geworden? Das weiß ich auch nicht. 42 Pokémon gefangen? Oh. Schlecht. Neuer Champ. Komm mit mir. Michael, du bist kein Champ. Krummel, krummel. Nee, 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 nee.
Ich will ja mal mit. Pech. So. Damit wäre das Hauptspiel beendet. Juhu! Ja. Ja, dann ehr mich mal. Den Namen deiner Partner ebenfalls. Erstmal schön Pokémon wieder heilen. Muss ja sein. Und jetzt halte ich einfach die Klappe und ja. Wir hören uns dann nach dem Abspann wieder. Also, bis nachher. Bis gleich.
Ja, und da bin ich wieder. Das war jetzt gerade noch der Vorspann. Zusätzlich, so, hier sieht man dann, ja, die Orden und die Pokémon, die wir haben und so weiter und so fort. Wie ihr seht, nach dem Abspann startet man wieder wunderbar in seinem Kinderzimmer. Ich gehe einfach mal runter. Oh, Papa! Hallo! Hm? Ey, das ist ja Jens. Nee, ich bin Igor. Sieht ja viel stärker aus. Oh, von Mr. Brack. Bootsticket, danke. Mr. Brack, nett von ihm. Mr. Brack, Mr. Wer war da? Ach, der Captain, der uns immer hin und her geschippert hat. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich an ihn. War ja nett mit ihm. Da war immer so ein netter Kerl. Und spricht nur über Pokémon. Nee. Oh, Fernseher läuft, Fernseher läuft. Das sind Sondernachrichten? Weiß ich nicht. Hier sind die Sondernachrichten. Wir haben die Meldung erhalten, dass in der Hoenn-Region ein farbiges Pokémon gesichtet wurde. Die Identität des Pokémons konnte bisher nicht festgestellt werden. Damit schalten wir wieder um in unser laufendes Programm. Hast du das gehört? Nee. Was hat der Gespräch hier gefragt? Die Farbe. Ne, schade, steht da nicht. So, wer das Spiel nicht kennt, hier dreht es sich natürlich um Latias oder Latios. Wenn wir jetzt rot drücken, haben wir ein Latias. Wenn wir blau klicken, haben wir ein Latios. Es macht keinen Unterschied, welches Pokémon ich, welches ich jetzt wähle, denn ich werde sie sowieso beide haben. blau. Naja, mir ist es nicht unbekannt, aber gut. Tschüss. So, ich bin mir jetzt... hallo. Ja. Ja. So, wir kriegen jetzt eine Erweiterung des Pokédexels. Das finde ich sehr nett. Das ist nämlich jetzt ein Upgrade von dem Dex auf den nationalen. Ja. Okay, mit dem nationalen Modus ausrüsten. Gebt her. Danke, danke, danke. War der nicht? Egal. Hihihi. Hey, hey, hey. Weiß, ich hatte 40. 42, um genau zu sein. Und nicht unbedingt viel. Ja, ich habe jetzt nationalen Modus. Nee. Die Straße namens Pokémon findet niemals ein Ende. Stimmt, solange die Entwickler noch neue Ideen haben, gibt es da kein Ende. So. Ja. Ich verabschiede mich jetzt. Oh, wer nervt? Piep. Ach, hallo Scott. Übrigens, ich will mir einen bestimmten Ort einladen. Wenn du interessiert bist, nimm entweder einen Grafikport oder einen Sinkassel-Sinn-Bord treffen. Bis dann. Ja. Das war Scott. Und ich würde sagen, ach, wisst ihr was? Das machen wir eben. Grafikport City. Haben wir hier. So. Psst. Guten Tag. Nein, da ist das Museum. Wo ist denn die Anlegestelle? Da ist die Anlegestelle. Guten Tag. Hallo, alte Dame. Ja, da hast du Ticket. Segrasubstit? Ja, bitte. Und schon dampft das Minischiff ab. Hallo, Scott. Wer bist du? Scott, hi. Ja, aber ich habe mich gefreut, dich zu treffen. Herzlichen Glückwunsch, Champion, hier einladen. Es gibt da einen besonderen Ort, die Kampfzone. Dam, dam, dam. Tschüss. Ey, ich will auch. Aha. Ja, also wenn wir uns jetzt umschauen, hier sind überall Trainer. Ich habe aber keine Lust zu kämpfen. Also gehen wir in Kabine 2. Die einzige Trainer, freie unsere. Und... hauen uns erstmal eine Runde aufs Ohr. So, wir gehen in Voranker. Das heißt, ich kann jetzt hier aussteigen, komme aber nie wieder hier hin. Aber das ist ja egal. So, wir sind jetzt in Grasub City. Jetzt könnten wir theoretisch in die Kampfzone. Das machen wir aber beim nächsten Mal. Das werde ich dann mit Camtasia aufnehmen, denn ab da fangen dann die gecheateten Parts an. Und ja, wie gesagt, das mit dem
Die alte Version, die funktioniert leider nicht mit Fraps, die ist inkompatibel irgendwie, haut also nicht hin. Hast du noch... Der hat doch immer was für mich, oder? Mhm. Ja, danke. Von dem kriegt man jeden Tag eine Beere. Ja, super. So, ja. Also, bis zum nächsten Mal. Mit der alten Version. Tschüss.